Es ist total spannend. Meine erste CD, in dem Sinne meine erste CD, weil es mein ganz eigenes Projekt ist, meine ganz eigene Programmgestaltung. Alle Lieder, die ich singe, waren die Entscheidung von mir, dass ich sie singe. Und das ist sehr aufregend. Das Album ist folgendermaßen gestaltet. Wir beginnen im Dunkeln, in der Nacht. Dann wachen wir auf zum Tag. Sehr freudige, witzige Begegnung mit Bären und der Sonne und dem Wind und dem Wetter. Und dann gehen wir wieder schlafen. Und das heißt, wir enden wieder mit La Luna und Boussoir. Und der Zyklus schließt sich somit. Man will nicht wirklich alles verraten, aber ich liebe es in Musik, dass man hat keine richtige Variante. Ich kann mir das vorstellen, Pierre kann das anderes vorstellen und beide sind richtig oder nicht richtig. Und das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache, dass geschriebene Musik lässt viele Möglichkeiten, so also quasi verschiedene Türen öffnen zu lassen. Die zweite meiner Tanzbären lief früher halb Mara. Laukon lag ich nun um wie Kettin, wo die Bänder zuckte abwechselnd mit den Tatten, hob die Beine, rappelte sie mich, begann als Gesang einsetzte, von einem Bein aufs andere zu treten. In dieser Szene, Pia singt eine sehr poetische Aria an den Mund. Sie singt die Soprano-Stimme und gleichzeitig gibt nur als Unterstützung nur eine Tonband, Naturklänge. Und diese Naturklänge, wie also ein Wald am Nacht, von Wasser, Grillen, Wind. Ich würde sagen, dass die Dramaturgie des Klanges ist mein Fokus und natürlich die Gefühle sind auch wichtig. Ja, ich finde es irgendwie kühn, das Programm ist ein kühner Wurf. Es gibt einen Satz von Mozart in einem Brief an seinen Vater, wo er schreibt, Musik muss alle menschlichen Leidenschaften widerspiegeln, aber sie darf nie das Ohr beleidigen. Mhm. Mhm.